Leute, schaut euch das mal an. Ich warte gerade auf den Rob. Das ist doch mal was, oder? Da. Zombieland. Yeah. Hi Leute, willkommen zurück hier auf dem Chaos Zombieland Server. Das Spiel hängt hart. Hat wieder reingejoint. Mit dem Rob wieder. Wir versuchen Hallo. Immer noch Loot zu finden. Guten Loot? Loot tut unserer Seele gut. Und ist auch gut fürs Blut. Ah. Nee, wir müssen ja mal was finden. Wenigstens eine Nahkampfwaffe oder sowas. Aber ich glaube, hier in dem Ghetto werden wir nicht fündig. Ich glaube nicht, wir müssen mal zu einem Brunnen, ey. Wassergelb, weißt du? Finde ich alles so nicey gerade. Nicey dicey. Oh, ich habe Cracker gefunden. Okay, das ist schon mal gut. Keine Waffe, aber Cracker. Cracker sind gut. Cracker sind eine gute Waffe, wenn euer Magen rebelliert. Okay, wir müssen weiter in die Innenstadt. Warte mal. Setz mir mal eine Marker. Also in 1300 Meter habe ich mir einen Marker bei einem Brunnen gesetzt. Wo ist denn hier ein Brunnen? 1300 Meter von uns entfernt. Ja, aber wir haben keine Handschuhe. Wir haben wieder gefightet zwischendurch. Der Outpost ist halt eine Dingszone. Mhm. Wo ist denn hier ein Brunnen? Warte mal kurz, Rob. Mhm. Ach, hier. Du kannst ja auch fürs Team machen, den Marker. Hast du gemarkt? Ja, den müsstest du eigentlich auch sehen. Kaufland ist das hier. Nice. Ist da was? Willkommen in Kaufland. Guck mal hier. Ist das Schild ganz groß? Siehst du das? Da. Ach dort, ja, da müssen wir hin. Das ist ein Supermarkt. Kaufland, geil. Die Autos hast du schon durchschaut, oder? Noch nicht alle. Weil da hinten Zomboiden rumstehen. Wo ist denn jetzt Kaufland? Hier ist gar keins. Nee, ist nur das Schild. Eine Falle. Das war eine Falle. Vielleicht die Zombies noch ein bisschen umlaufen. Ich hätte auch ein bisschen Durst. Liegt denn hier? Siegel? Buchstabe. Der Buchstabe. Und ein kleiner Jahrmarkt. Ein kleiner Rummelplatz. Für all die Leute, die so jetzt in ihrer Vergangenheit als Kind schwelgen, so, oh Rummel, da Old Rummel Place. Können wir mal eine Runde mit dem Riesenrad fahren. GPS-Empfänger. Eine kaputte Bomberjacke. Ritterhelm. Combo Side Bolt. Oh, den nehme ich mit. Du was? Ich hab eine Armbrust. Ja. Und eine Gag. 23 Stück? Oh, die kann man sogar reparieren. Dann nehme ich mit gleich die Gag. Es wird auch langsam, Leute. Hier, guck mal, jetzt haben wir schon Jacken. Jawohl, ja. Und Kompositbogen. Kann ich einen Zombie in den Kopf schießen. Da hast du aber halt nur einen Bolzen. Den kann ich ja immer wieder nehmen. Diesen Bolzen wirst du immer wieder zerhölzen. Klebeband ist gleich gar, wenn das so weitergeht hier. Hm. Kommst du mit? Darf ich mal schnell die Scheißjacke anziehen? Hast du noch so viel Zeit? Ein bisschen. Wow. Okay. Mein Char frost. Alter, dieses geile Hanfhemd, was ich drunter habe. So, jetzt passt die Jacke auch zum Helm. Ich hab mir meine Mütze aufgesetzt. Ist nicht mehr ganz so kalt. Ja, jetzt kann man uns auch besser auseinanderhalten. Ja, du siehst sehr vertrauenswürdig aus, definitiv. Nicht wahr, ja, nicht wahr, nicht wahr. Drüben ist noch Zwittling. Hast du hier den Laden schon besucht? Ja, hier bin ich vorhin rüber, also letzte Folge. Aber diese Läden hier, ich weiß nicht, wie man das spricht, Coop oder so, die kenne ich aus der Tschechei. Konsum? War ich auch schon mal einkaufen. Hier ist noch ein Pfeil.
10 Stück sogar. Oh, nehme ich mit. Aber mein Essen geht jetzt auch runter, das ist so schön. Backpack Carrier Rig. Oh. Wenn man das braucht. Yes. Was? Here on the table, okay, nice. Das ist eher ein Tresen okay. Als ein Tisch. Tresen. Ohne Tresen nichts gewesen. Tresen. Stimmt mal Angelköder mit? Weißt du, wo auch immer Loot drin ist? In diesen kleinen Verkaufsbuden da? Eigentlich. Ja, eigentlich. Und er stürmt los. Hätte ich nur nichts gesagt. Hättest du nur, aber ich glaube, ich war da schon. Oh, Zomboid? Zombie down? Ich kämpfe nicht gegen den. Es war schön geräuschlos mit dem Crossbolt. Ach, hast du ihn erwischt? Ja. Ja, ich habe jetzt einen Gürtel, Leute. Nice. Nicht der schönste, aber zweckerfüllend. Er hilft erstmal. Ein Rucksack habe ich auch. Alter, es war eine gute Idee, in die City zu gehen. Ja. Also, wenn ihr mal nicht wisst, wo ihr euch was besorgen könnt, dann fahrt in die City zum Shoppen. Big City Life. Oh, no loot. Das ist nicht so gut. No. Dann müsst ihr uns halt zum Brunnen mal durchkämpfen, ne? Ja. Ja, aber du kannst eh nichts trinken, oder hast du eine leere Flasche schon gefunden? Nee, leider noch nicht. Ja, dann hör mir doch mal zu. Du wirst sofort wieder krank, wenn du trinkst. Ich habe hier ein Kleid für dich gefunden, ein Krakenkleid. Oh. Es hat ganz viele Arme. Oh. Ein Krakenkleid? Ja. Manchmal hast du in die Garagen einen alten Benzinkanister, könnten wir auch nehmen, da kannst du auch Wasser einfüllen. Auch nur aufmachen, der Staubsauger rennt rein. Richtig. Der Rob ist wie so ein Staubsaugerroboter. Ich hasse ihn. Ich hasse ihn, aber deswegen mag ich ihn so. Weil er so ist, wie er ist. Nee. Baseball-Shirt. Baseball? Ich glaube, das hatte ich hier alles schon durchsucht gehabt. Ein Heatpack. Oh, jetzt habe ich wieder mein Messer weggelegt. Das Ghetto ist not so loot-friendly. You know? Yes, yes. Nee, das Ghetto nie. Wo ist denn der Prune? Ach da, da gehen wir in die falsche Direction die ganze Zeit. Nee. 900 Meter der Prune. Bei mir sind es noch 1000. Na gut, du bist ja 100 Meter vor mir. Warst du in der Krankenstation? Ja, da habe ich die Tetras gefunden in der letzten Folge. Ja, dass du dir das merken kannst, ist ja schon eine Woche her. Ich habe halt schon eine halbe Dose von meinen Beans gegessen. No weapon, nothing. Das hier, Farbtube. Okay, nehme ich mal mit. Ja, du kannst ja craften, hast du ja das Menü gesehen. Kann man da auch Essen craften? Ich habe mal eine Mod gesehen im Workshop, da kannst du Fresszeug craften. Suppen und sowas? Wahrscheinlich, oder Baumkuchen. Baumkuchen ist geil. Nee, ist mir zu süß. Baumkuchen, da mag ein Biss, okay, aber... Da unten ist noch ein Supermarkt. Aber mehr als ein Biss, da kommt es mir hoch, ehrlich, weil das die Scheiße ist so süß. Ist dann quasi ein bisschen zu viel? Ja. Da bin ich dann... Da ist dann meine Geschmacksnerven sind dann arg überreizt. Wenn man nicht mit Zucker geizt, sind Geschmacksnerven überreizt. Gott. War gut. Ist eine Lebensweisheit, die man sich hinter den Löffel schreiben kann. Yes. Hinter den Löffel. Meinst du, hier ist was im Supermarkt? Scheiße, es sah nur so aus, als ob da was liegt. Fuck. Ein Skaterhelm ist hier. Skaterball? Zeltdach.
Ist halt ein Haufen Base-Building-Shit mit dabei hier, weil manche mögen das. Aber wir ansonsten sind, glaube ich, nicht lang genug hier, um großartig Base zu bilden. Ja. Wenn du mal den Server zeigen, wenn euch interessiert, Chaos Zombieland. Ja, das ist, wie heißt denn der? Hat er ein Panel? Der hat ein Panel, ich zeig's mal hier. GEREU Chaos Zombieland PvE PvP Zone No Base Raiding No Trader. Trader. Yeah. Yes. Alter, was? Was du hier herinnen? Wer? No, there I was not. Bei mir wird es langsam tricky mit Essen und Trinken und darum bin ich mal weitergezogen. Kannst trotzdem nichts trinken, außer du willst krank werden. Ich hab Tetras. Das ist, ja, weißt ja, wie das geheilt hat in der letzten Zeit. Eine Machete. Okay. Eine Machtknete. Ich finde hier jede Menge Angelhaken. Vielleicht sollten wir angeln gehen. Vielleicht ist das ein Hinweis. Kann man machen, ja. Eine frische Trainingsjacke. Brauchst nur noch eine Angelschnur. Nehmen wir mal nur den Verband mit hier. Eine magellose BK-43. Brauch ich halt Schrotmumpeln wieder. Müssen wir mumpeln, Search. Das sind sie wieder, meine alten Probleme. Eine Flasche wäre nice. Nice. Eine Trinkflasche. Da hinten rammen Zombies rum. Geh ich mal aus dem Weg. Ja, die machen gerade Kinder. Oh, hi. Zombie-Kinder. Wenn so die Fleischteile davon fliegen, wenn der immer schneller wird. Ich habe hier das Fahrrad von der Laura gefunden. Sehr schön. Die vermisst das ja, ne? Eine Bahnhof Map. Das Fahrrad, ja, das liegt hier in dem Haus. Also, liebe Laura, dein Fahrrad ist hier. No loot. No loot. Aber kein Hardcore-Server hier, ne? Nö, normal. Ich hab's ja eh gerade vorgelesen. Habe ich irgendwas von Hardcore vermeldet? Nicht wirklich, nein. Shitty shit shit shitty shit. Ah, Zombie. Schade, dass man nicht die leeren Dosen hier zum Beispiel von dem Boden fürs Wasser nutzen kann. Fürs Trinken, ne? Ja. Ein Topfgänger auch. Ist nichts. Also die Buden, wo ich jetzt drin war, die sind fast leer. Alle empty. Geht mir aber auch so hier. Ja, nicht. Keine Wasserflasche, nix. Gut, ich dachte schon, der verfolgt mich. Oh, der verfolgt mich tatsächlich. Machen kaputt. Hauen okay. Kaputt. Okay, ist down. Hat einen riesen Backpack. Aber beschädigt. Da lasse ich lieber meinen kleinen wasserdichten. Und hüpf mal hier ins Gebäude. Oh Gott, ein Zombie, der ganz komische, ganz fiese Geräusche macht. So, tue ich die mal weg. Geh den mal an. So. Vielleicht a little bit warmer. Und weiter geht's. Richtung Brunnen. Wo ist denn der Biggie Quantum? Gar nicht da. Mr. Q? Yeah. Yeah, where are you? Ich
schau halt, Alter. Was sind wir denn in der Party? Da ist er wieder zu faul zum Gucken. Ich hab jetzt ich hab jetzt mit Absicht nichts gesagt, weil das ein Rob immer verunsichert, wenn ich nichts mehr sage. Ja. Das stimmt. Okay, hier ist ein Besen. Ohne Besen nichts gewesen. So. Bist du schon beim Prunen? Liegt auch nichts, no, nothing. Eigentlich waren die Gewächshäuser immer mal was zu finden. Ist hier nicht der Fall. Haben sie vergessen zu implementieren? Da qualmt etwas. Ich möchte doch nur was zu essen. Hat das Wirbeatmen wohl vergessen? Ich finde halt nur Batterien und sowas, ne? Kann man auch dran lecken? Boah, es sind zu viele, ey. Wie könnte man sich die Chica in die Kusche stecken? Die was? Die Zigarre? Nein, ja. Und auf dein Dings ziehen oben, auf dein Slot. Dein Kopfslot. Okay. Jetzt taugt er mir wieder. Du Smoker? Yes. Bist du schon beim Brunnen? Nee. Gleich am Sterben. Ich habe gerade gedacht, ich hätte mein Handy gehört, ja. Und weil ich ja im Dunkeln hier sitze, Monitor ist auch aus. Da sehe ich ja nichts. Brauchst du noch eine Bomberjacke? Nein, ich habe einen Militärpullover. Okay. Die Bomberjacke hat aber 30 Slots. Hat ein Militärpullover auch. Gut, ich sag nichts mehr. Ich habe auch vergessen, was ich überhaupt sagen wollte. Irgendwas mit dem dunklen Handy aus? Ja, habe gedacht, ich hätte mein Handy gehört, so eine Notification. Ja. Und das Handy liegt aber ganz woanders, am Ladegerät hängt das irgendwo. Und da habe ich hier neben mir zweimal auf den Tisch getappt, ja. Und dann habe ich festgestellt, oh, da geht ja gar kein Display an. Was tust du nur? Das ist ziemlich weird. Okay, hier ist so ein kleiner Laden. So eine kleine Bumsbude. Trinken ist rot. Ja, möchtest du mal zum Brunnen gehen, oder? Ja. Ich glaube, jetzt ist echt Kacke am Dampfen hier. Scheiß drauf. Da trinkt man halt. Mit den bloßen Händen. Ich schaff das Geld ab, boy. Setz sie you later, boy. Schrammel da jetzt hin. Weil ansonsten ist die Folge hier dann beendet bei mir. Scheiße, ich hab mal auf den Zombie zum Arsch. Ich bestimmt auch gleich. Vielleicht lassen die ab. Wenn sie kein Feedback bekommen. Na, die Oma, die kommt. Oh Gott. Alter. Was denn? Ich werde sterben. Warum? Weil ich ganz viele Zombies am Hintern habe. Gehen in ein Haus rein. Stream ins Haus rein running. Das jetzt auch. Ich muss mal meine letzten Bohnen vernaschen. Okay. Jetzt kippe ich vielleicht auch noch um. Ich glaube, ich habe sie abgewickelt. Genau das, hier it is, the Brunnen. Nichts Nützliches, ja. Nothing?
Natürlich sind am Brunnen Zombies. Natürlich ein Pfarrer. Ein Pfarrer? Na, da müssen wir jetzt durch. Da müssen ich glaub, wir jetzt ein Feuerzeug. Durch. Trinke. Pfarrer ignoriert mich noch. Und als nächstes kommt die Meldung von dir, ich bin krank. Ja, wahrscheinlich. Also trinken ist wieder gelb, das ist schon mal gut. Was geht da hin? Hier dabei? Also der Zombie-Fahrer, der macht schon sehr krasse Geräusche, ey. Stehen drei von den Fahrern rum. Hast du hier oben den Garagenhof schon durchgewühlt? Nein, ich bin direkt straight zum Brunnen gelaufen. Pass auf, unterwegs könnten ein paar Zombies sein. Ließen sich nicht komplett abschütteln. Jetzt brauche ich nur noch was zu essen, das wäre cool. Ich bin ein bisschen fit am Start bin hier, ey. Gut, wo kriegt man jetzt was zu essen her? Kaufland. Kaufland? Das Auto von einer alten Lehrerin vor der Schule. Oder ein altes Auto von einer Lehrerin. Rumbinum. Wo ist Kochtopf? Ist der Brunnen oben oder was? Unten, unten. Bei der Church. Warte mal. Messenger. Halt. So. Halt oder es knallt. Ich könnte ja eigentlich mit meinem Crossbow, na, Priester am Brunnen beseitigen. Ja, mach mal. Das könnte ich machen. Jetzt brauche ich deine Hilfe. Ich habe einen Cut. Komme. Die haben mich gleich. Alter, ich schaff das nicht. Komme. Geh ins Haus, renn ins Haus. Oh, meine Pfeile sind weg. Warum? Ich hatte doch so viele Pfeile. Du kannst verbinden, die sind außen rum gelaufen. Ja, die sind hinterm Haus jetzt. Und hinten ist wahrscheinlich offen. Warte, ich komme. Ja, ist offen. Nein. Komm doch mal rein jetzt, Rob. Ich bin da. Ich habe ein Virus. Nichts gesoffen, aber krank, geil. Ich hab Tetras. Trink was, kriegst du ein paar Tetras. Brauchst du Verband? Brauchst du Verband? Nee, ich hab noch, aber alles kommt, Dreck. Kommt vom Rauchen, ne? Ja, wahrscheinlich. Dreck. Eiskippe, die stört mich jetzt. Bin gerade aufgebracht. Ja, ne? Merke ich. Bin gerade innerlich aufgewühlt. Weil jetzt alles, was ich jetzt tue, umsonst ist. Weil du krank bist? Ja. Ich trinken was. Trinken kann ich nicht. Hab grad den Zombie mit die Hände. Ja, da hast du eh schon ein Virus. Das kannst du erstmal trinken. Dann kriegst du eine Tetra.
Schon mal die Leiche hier gelootet. War da was drin? Ja, ein bisschen Morphin-Autoinjektor. Das ist schon mal gut. Am Brunnen liegt ein Fahrzeug. Blaues, ne? Soll ich dir mal eine Tetra reinpressen? Lass mich mal trinken erst. Boah, die fliegen, ne? Ach. Das war ein Spieler scheinbar. Hey, das ist auch ein ehemaliges Lagerfeuer hier. Krepieren ja alle vor Hunger. Nee, Hunger, nee. Also ich hab keinen Hunger, ich bin infiziert. Trinkst du noch? Ja. Ich hab wieder dieses. Ah, was? Warte. Kann ich dir die nicht geben? Füttern? Nur selber essen, aber warum? Person füttern, warte jetzt. Zack, in den Brustkorb gedrückt. Und dann gebe ich mir noch das Morphin. Wegen der Schmerzen? Sehr gut, wird ein Schuh draus, ey. Wer es noch nicht gesehen hat, der Daddy ist live. Ja, jetzt blöd, wenn ihr das Video seht, ist er sicher nicht mehr live. Ja, stimmt. Oder schon wieder. Immer noch. So, einen großen Schluck nehme ich mal noch. Den hohlen Körper etwas anfüllen. Ja, BK 12, ich bräuchte halt Aschrot mumbeln. Das ist jetzt alles ein bisschen blöd. Aber hier unten sind ja noch Häuser. So, jetzt genug gesoffen hier, Kollege. Richtig. Reicht für die nächsten 3 Kilometer. Ja, spannt auch schon der Magen. Oh. Hab mich übersoffen. Was liegt denn hier? Ein Schichthemd, okay? Ein was? Schichthemd. Ein T-Shirt unterm Hemd. Und so liegt das halt dort. In Schichten. Geschichten. Ah. Eigentlich alles, was ich jetzt hier mache, macht keinen Sinn mehr. Weil ich weiß, dass ich an dem Scheiß krepiere, oder? Aber ich hab dir doch. Hast du noch das Tablettensymbol? Ja, aber das hilft doch nicht, das wissen wir doch schon, Rob. Wann haben wir das letzte Mal ein Virus erfolgreich bekämpft? Oh, das ist. Aber es war in einem Video. Da haben wir einen Knalli geheilt. Die Folge Knalli ist krank. Da hat er aber auch nicht die Scheiße, die ich gerade habe. Der hat eine Erkältung oder so gehabt. Richtig, das stimmt. Hilfe! Erfolgreich weggerannt. 9x19. Kann ich essen. Ist sie, ja. Bin wieder an dem Punkt, wo Munition mir eigentlich furzegal ist, ne? Wo ich eigentlich was zu essen brauche. Ne? Eigentlich wollte man her, um uns auszurüsten, um in eine Militärbase dann zu gehen, aber... Das zieht sich noch ein bisschen. Das wird sich hier noch... Ja, das zieht sich hier ein bisschen. Jetzt hier reingekommen? Ja. Ich höre die doch Treppen laufen. Aber ich würde sagen, wir haben es dann auch für heute. Ich habe noch ein Eis gefunden. Ein Eis? Ja. Ice Cream. Wir haben es dann auch für heute, weil wir wollten ja die Folgen nicht mehr länger als 15 Minuten machen. Aua! Ratte. Boah. Progressive Attack.
So. Wieso wollten wir eigentlich mehr länger als 15 Minuten machen? Ja, wir wurden doch getadelt. Ach ja, dass wir nicht alles zusammenschneiden. Stimmt. Also Leute, wenn auch ihr wollt, dass wir alles zusammenschneiden, dann müsst ihr leider woanders schauen. Dafür wir sind wir viel so zu auf. Faul, ja. Ja, richtig. Wir nehmen so, wie wir es aufnehmen lassen. Wahrscheinlich, ja. Kommst du alles zu mir? Dabei. Ja, können wir uns outloggen. Wait, I came to you? Die Folge beenden für heute. Viel ist nicht passiert. Ich bin krank, totgeweiht sozusagen. Ein Codelock. Ein Hammer. Eva hätte Hammer. Das ist der Hop, der muss halt alles singen. Geht nicht anders. Hm. Warte, ja. Ich muss mal um den Block. Mein Block. Ich mal außen rum. Mein Vierteljahr, meine Jungs, mein Block. Oh. Oh. War das? Ging das so? So ähnlich. Agro Berlin. So ähnlich. Ja. Da kommst du halt rein, oder? Ja. Woran liegt's denn? An der hohen Wand. Gehen noch ein bisschen weiter drumherum. Ich werde jetzt dazu nichts melden, weil es ist einfach sinnlos mit dir. Ah, hier. Hallo. Oh, dein Marken hörst du bisher, ja? Ja, ich am Verhungern, du todsterbenskrank. Mach doch das Loch zu, Alter. So Leute, das war's für heute. Reimt sich. Tschüssi, macht's gut. Kommt gut in diesen Samstag. Ne? Ja. Ein schönes Wochenende euch ein. Und kommt gut heim. Genau. Danke fürs Zuschauen übrigens und schönes Wochenende. Ciao. Und schreibt, ne? Schreibt, wenn ihr da seid. Tschüssi.